Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, oben an der Kirche werden wir mal eben aufmounten und dann werden wir uns ein bisschen umschauen, denn wir haben hier noch ein paar Sachen übersehen, die ich mir doch gerne ein wenig näher mit euch angucken möchte. Das ist soweit alles wunderbar. Ja, sehr schön, sehr schön. Dann werden wir hier eben kurz einmal runterlaufen. Genau, da möchte ich gerne mit euch hin. Und dann ist auch heute wieder Zeit fürs Sterben. Ich weiß gar nicht, ob wir dich brauchen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ja, ich glaube, das ist das hier, wo ich mit euch hin wollte. Sehr gut, sehr gut. Haben wir nämlich noch ein Item in Steinschwert, Schlüsselstein. Gut, ja, kennen wir ja. Mausoleum. Ist ja jetzt eigentlich nichts Weltbewegendes. Wir könnten das halt mal runterholen. Da haben wir noch einen Gegenstand, den wir uns holen könnten. Eben kurz vorsichtig runterfallen. Und dann könnten wir uns hier mal eben kurz um alles kümmern. Sehr schön. Und die letzte Ratte. Und dann haben wir es auch. So. Ja, meinetwegen. Noch ein paar Augen. Kanischaden. Mit rein sieht man mehr wie mit zweien. Von hier aus gesehen weiß ich gar nicht, ob wir noch weiter runterkommen. Ansonsten müssten wir hier die Passage mal mitnehmen. Gucken, ob es hier irgendwas Schönes gibt. Außer dort unten. Achso, da unten ist der Baum. Ja, sagt er doch gleich. Da unten ist das Bäumchen, ihr Lieben. Das Bäumchen wollen wir uns natürlich auch holen. Der hat interessante Kameraden dabei, die wir jetzt sogar noch nie kennengelernt haben. Ja. Neun Gegner. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie anderweitig runterkommen, wie zum Beispiel hier drüben. Da oben gehen wir noch hin. Ich würde sagen, wir machen heute erstmal in aller Ruhe das Bäumchen. Und dann können wir uns ja wieder ohne Probleme hoch teleportieren. Da liegen noch ein paar Items. Ich hoffe, dass das keine böse Falle ist, wovon ich ausgehe. Ja, ja, wie sagt es denn, ne? Die kennen wir ja auch alle in der Hinsicht. Wundervoll, einfach nur wundervoll. Hatten wir jetzt das Item mitgenommen? Ne, hatten wir nicht. Und noch einmal durch. Jawohl. Ein rasender Flammenstein. Herrlich. Gut, nachdem wir das gemacht haben, werden wir uns mal eben kurz einen Trank gönnen. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas dabei haben, deswegen ist uns egal. Ist uns einfach nur egal. Wie kommen wir hier locker flockig runter? Ohne, dass wir jetzt gleich noch erwischt werden. Autsch, danke. Aber wollt ihr mich jetzt ärgern? Dann gehen wir halt hier runter. Niederer Erdenbaum, genau. Sehr gut. Ja, das nächste Bäumchen. Wir wissen, was es mit dem Bäumchen auf sich hat. Ist ein unangenehmer Zeitgenosse, wenn man das so sagen möchte. Deswegen werden wir mal eben kurz uns Unterstützung rufen. Wir werden das Fläschchen zu uns nehmen. Er hat uns auch schon entdeckt, oder? Nein, ich möchte den nicht wegschicken. Hast du uns entdeckt oder hast du uns nicht entdeckt? Doch, er hat uns entdeckt. Und dann wollen wir mal gucken. Wursch. Knapp 700 Damage. Denkt dran, nicht die Reichweite unterschätzen. Vor allen Dingen, wenn der Überkopfschlag kommt. Aber das sieht ganz danach aus, als hätten wir hier richtig viel Spaß. Rum. Ach, herrlich. Wenn das alles mal so schön laufen könnte, ne? Jetzt kommen die kleinen Laserstrahlen, die sind alle auf uns fixiert. Hat uns halt einmal getroffen, hatten ja den Schutz noch drauf. Oma ist gut. Gegner zu Fall gebracht. Ehrlich. Gesprungene Magie-Schleierträne. Gesprungene Blitzschleierträne. Gesprungene Heilschleierträne. Ach du Jemini.
Was das alles zu bedeuten hat, sehen wir dann am nächsten Leuchtfeuer. Die Jungs beschwören da irgendwas. Wir können hier einmal eben kurz im Kreis laufen, gucken, ob wir hier noch was Schönes haben. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal den nächsten Erdenbaum geplättet. Das ist halt das, was wichtig ist. This is important. So, da unten können wir jetzt nicht einfach so runter. Das ist aber auch kein Problem. Wenn wir mal eben auf die Karte gucken, da können wir ohne Probleme einmal wieder hoch. Zack, zack, zack. Das hatten wir alles. Zum Dorf möchte ich... Lass mal zum Dorf gehen. Und dann geht es in den Dungeon. Der Dungeon ist fies. Fangen wir erstmal damit an. Aber bevor wir in den Dungeon gehen, gehen wir hier noch zum nächsten Turm. Dafür müssen wir, meine ich, soweit ich weiß, außen rum. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Wir haben noch einen Riesen auf dem Weg. Das ist natürlich auch sehr nett. Oh, es gefällt, ne? Oh, es reicht noch nicht. Na gut, dann kriegst du halt noch einen. Ja, vielen Dank. Hast du was für uns übrig? Leider nicht, bis auf seine glorreichen Runen. Gut, das Gebiet ist sehr weitläufig. Ich glaube, das dient einfach nur dazu, um zu zeigen, wie schön das Gebiet ist. Ich wüsste jetzt nicht, dass sich hier noch irgendetwas anderes befindet. Einfach nur, wie wunderschön letztendlich. Und dieser Baum. Immer dieser Baum. Ist ein ganz cooles Rätsel hier drin. Kann ich mich, glaube ich, auch leicht erinnern dran. Wir müssen mal gucken. Wir haben nämlich hier keine Statue, wie ihr seht. So. Kopf suchen und dann Geste versuchen. Genau das ist es nämlich. Wo kriegen wir den Hinweis dafür? Nachricht lesen. Achso, hier. Möge die Gelehrsamkeit den Weg erleuchten. Es geht um Folgendes. Wir haben natürlich mehrere Emotes. Wir werden dich mal eben entfernen. Wir werden dich neu bestücken. Da haben wir Gelehrsamkeit. Genau das ist es. Und wenn wir so einen Kopf tragen, wie wir ihn gerade tragen, ich weiß gar nicht, klappt das mit dem? Ja, es klappt. Dann öffnet sich der Turm. Sehr gut. Gelehrsamkeit. Ist es nicht schön? Muss man auch erstmal drauf kommen, aber das sind richtig coole, knackige Rätsel, sage ich jetzt mal. So, dann können wir uns hier ein bisschen umgucken. Ich glaube, hier unten gab es sonst erstmal nichts. Ich meine, es gab einen Weg nach oben, es gab einen Weg nach unten, es gab diese Gegner. Ich sehe schon, da bringt nicht so viel. Da bringt noch weniger. Na gut, dann müssen wir das halt auf die harte Tour machen. Aber nicht irgendwie was Schöneres für dich. Magst du vielleicht das hier? Ja, gut. Meteorit. Muss man auch erstmal drauf kommen. Dankeschön dafür. Ich glaube, wir sind da schon mal drauf gekommen, ne? Einen schönen Balkon. Uns nochmal ein bisschen umgucken. Da unten waren wir auch noch nicht, ne? Genau, richtig. Da werden wir auch noch hinkommen. Genau, das werden wir alles aufkrempeln, das Gebiet. Jetzt bleiben wir erstmal hier und holen uns oben einen schönen Gegenstand. Haben wir fast genug Punkte wieder für ein Level Up. Ich meine, so als Magier machen wir uns relativ... Freut mich. Wirklich erstaunlich stark, wie gut wir eigentlich machen. Einmal nach oben, nach oben, nach oben. Und natürlich wie immer einmal die Truhe. Und in der Truhe finden wir einmal Heimers Kanone und Heimers Hammer. Zwei neue Zauber. Yes. Keine Ahnung, ob sie gut sind, ob sie schlecht sind. Spielt aber letztendlich keine Rolle.
Unser Repertoire an Zaubern vergrößert sich und vergrößert sich. Wir haben hier nichts mehr, deswegen werden wir direkt einmal wieder zurück zum Lagerfeuer gehen. Da können wir gucken, ob wir uns in dem Sinne einen Stufenaufstieg gönnen. Wir können uns die Zauber dann ein bisschen näher angucken und dann sollte das schon passen. Ich schau mal eben, wie viel brauchen wir denn für einen Stufenaufstieg? Doch schon einiges mehr. Das Problem ist halt, wir werden wahrscheinlich draufgehen da drinnen. Aber gut. Also ich meine, die Meteoriten sind ganz interessant, aber keine Ahnung. Da kann eigentlich raus. Also ich ja, für AOE haben wir eigentlich Waffen, deswegen, ich weiß es nicht. So, wir haben feuert ein explosives magisches Geschoss in einem hohen Bogen ab. Ich hoffe auf das Ziel. Greift mit einem magischen Großhammer an. Wäre dann gegenüber dem Großschwert auch noch was anderes. Einfach mal, um es zu testen. Das heißt, wir haben einmal dich. Rums, das ist AOE. Boah, der ist aber ziemlich schnell. Ja, lassen wir mal drinne. Müssen wir mal ausprobieren. Gut, nachdem wir das gemacht haben, ist es ja eigentlich sehr offensichtlich. Ich meine, wenn wir hier an die Statue gehen, da untersuchen, zeigt er uns den Weg darunter, ne? Ja, so ein bisschen durch die Erde. Ja, wir müssen runter, sagt er uns mit anderen Worten. Und das war, werden wir uns jetzt eben kurz einen Weg suchen. Wie wir denn am besten da runterkommen? Das wird wieder so ein bisschen Jump'n'Run, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja gut, wir könnten auch theoretisch irgendwie uns da runterschleichen, dann da runterschleichen, dann sind wir auch unten. Aber sind wir ehrlich? Ich glaube, wir schaffen das auch hier ganz gut. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ne? Es ist doof, wenn man bei solchen Jump'n'Run-Einlagen halt drauf geht. Deswegen machen wir es uns gemütlich, Stück für Stück, einfach hinunter. Sollte kein großes Problem sein. Zack, zack und schon sind wir safe. So, weil ich gerade hier so ein paar schöne Libellen sehe. Das ist sehr nett. Kriegen wir dich damit auf? Ja, dankeschön. Wir brauchen nämlich noch ein paar Köpfe. Das ist halt das Entscheidende daran. Ich meine, es ist mega waste of mana, aber es ist nett. So, kommen wir zum Geisterkerlchen, der echt unangenehm ist, muss man dazu sagen. Wusch. Der hat gesessen, ne? Oh, bitte was? Das kann nicht sein. Ja, wie ihr seht, ein schreckliches Monstrum. Aber ein schreckliches Monstrum direkt erlegt. Und wir bekommen ein Gritter Großschwert. Schick. Das, was er nämlich getragen hat. Eben Fackel anmachen. Obwohl, wir haben auch unser Sternlicht. Tada. Gut, dann geht es mal rein. Also, wir haben... Das ist jetzt ein besonderer Dungeon. Zeige ich euch jetzt auch in aller Ruhe. Die Katakomben der schwarzen Klinge. Das Auge der Bestie zittert. Genau das ist es nämlich. Müssen wir gleich eben ins Inventar gehen. Dann kann ich euch aufklären. Und wir müssen mal gucken, ob wir das hinkriegen dann. Ich möchte erstmal im Inventar auf jeden Fall ein paar Runen uns nehmen. Gib uns mal 9. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Wahrscheinlich ist es zu viel. Aber es wird reichen für einen Stufenaufstieg, falls wir nie wiederkommen. Ich hätte gerne mehr Weisheit. So, wir haben in unserem Inventar eine Notiz damals bekommen von 4. Wenn wir sie finden. Die Karte des Treffpunkts. Ja, noch nicht lange darüber reden. Eine abgenutzte Karte. Eine einfache, schwer abgenutzte Karte, offensichtlich schon vor längerer Zeit weggeworfen und vergessen. Sie stellt Bernstein-Lichtstrahlen dar.
kann man nicht wirklich entschlüsseln. So, die einfache Karte von 4 enthält den Hinweis darauf, wo sich der Abdruck des schwarzen Messers findet. Und da sind wir gerade. Das ist der Dungeon. Ja, wir sehen die Schlucht, da ist ein Dungeon. Rechts davon ist der Turm, da waren wir eben drinne. Und links davon ist ein Baum. Ja, da war der Erdenbaumwächter. So, und hier kriegen wir den Hinweis auf Schrecklichkeit. Gut, wir müssen die Waffe wechseln. Ja, wo ist er? Dafür haben wir dich doch extra ausgewählt. Funktioniert das auch? Jo, das funktioniert auch. Und dann könnten wir uns theoretisch auch direkt nochmal hinsetzen. Das spielt ja keine große Rolle. Und dann gehen wir jetzt einmal durch den Dungeon, auch wenn es spät am Tag ist. Wird ein bisschen unangenehm, aber gucken wir mal. Gib uns bitte... ja, das sollte reichen. Wie sie sich direkt wieder in Luft auflösen. Ich bin ein sehr großer Freund davon. So. Die Tür kennen wir. Da wartet ein Boss auf uns. Und das Problem ist einfach, dass wir hier noch viele andere Ekelkerlchen haben. Ich weiß nicht, ob wir ihn brauchen. Deswegen werden wir ihn einfach nutzen, weil ich gerne jede Tür gerne aufhaben möchte. Uiuiuiuiuiuiui. Und was haben wir da? Ja, sehr schön. Ah, Mist. Visier ihn bitte ab. Dankeschön. Dankeschön. Oh, ihr seid ganz schön garstig, wenn ich das mal sagen darf, ne? Ja, das Problem ist nämlich, wie ihr seht, wenn wir... Du willst mich jetzt ärgern, ne? Was soll das denn hier? Was visiert ihr denn hier an? Das ist ja der totale Müll. Wir haben hier so schöne Totengräber und die Jungs beleben die hier immer wieder. Also so richtige Nekromanten. Wir haben Rosus Axt gefunden. Was ist es? Zeig es uns. Eine Weisheitswaffe. Oha, eine Axt Standard, 18 Stärke. Aha. Haltet die Axt hoch, um die verlorenen Toten zu rufen. 3 Skelette erscheinen in einiger Entfernung und greifen gemeinsam an, bevor sie wieder verschwinden. Was? Oh. Das klingt interessant. Das klingt interessant. Bin ich ehrlich. Bin ich direkt dabei. Was? Ich wollte gerade sagen, ne? Das klingt interessant. Ja, bitte. Möchtest du schießen? So schieße er. Was? Ja, so viel zum Thema. Wir werden sterben. So, sind wir gestorben. Gut. Was ist ein Bullshit? Wir waren doch gar nicht drin. Ah, das ist wieder so traurig. Okay. So, wir dürfen wieder nichts verwenden, weil wir keine Runark haben, ne? Das macht mich auch traurig. Aber nun gut, so ist es halt. Wo ist denn unser Licht? Wechsel die Waffe. Wechsel Zauber. Und dann werden wir uns hier einmal durchfetzen. Mach dich vom Acker. Und diesmal schön. Hat sogar was dabei. Dankeschön. Ach ja. Komm vor. So, für uns nur wichtig, dass wir ihn hier eben kurz eliminieren. Ich denke, die anderen sind nicht so important. Deswegen gehen wir direkt weiter, denn wir wollen ihn ja hier haben. So. Und wir warten am besten, bis die Dinger runtergekommen sind. Und dann können wir nämlich ohne Probleme drüber. Ja, ist auch Geschichte. Geh runter, dann können wir drüber. Ist schon alles ein bisschen wild, ne? Stirb. Nee, noch nicht ganz. Jetzt aber. Eieieiei. So, hier haben wir natürlich ein Geheimnis. Wie kommen wir da oben hoch? Durch das zweite. Wir holen gleich die Seelen. Uah, lass mich da oben drauf. Dankeschön. Weil wir haben ihn hier. Und er sorgt dafür, dass die halt, wie gesagt, alle auf verstehen. Tod ist tot.
finde ich ganz gut. Und dann können wir wieder runter. Und dann können wir erstmal in aller Ruhe unsere Seelen wiederholen. Ohne dass wir hier von irgendwas erschlagen, bedroht werden. Wir müssen anscheinend halt nur ein bisschen vorsichtig sein. Da mal eben kurz. Wir haben jetzt die Möglichkeit runterzugehen. Ich glaube, das machen wir auch als erstes. Bin mir zwar nicht so sicher. Hi. Genau deswegen haben wir die Fähigkeit. So, wir können hier runter. Aber ich glaube, dass wir hier auch wieder hochkommen, oder? Ist dem nicht so? Wir gehen mal doch den anderen Weg, den geheimen Weg da oben entlang. Ah, du kommst gerade hoch. Du kommst auch gerade hoch. Dann komm mal wieder runter. Dankeschön. Stellen wir uns drauf. Muss man auch erstmal wissen, ne? Fantastisch. Einfach nur fantastisch. Vor allen Dingen, was sie auch für einen Schaden machen. Ne? Das ist halt dieses Unnormale, wie ich finde. Ah, dann haben wir ihn noch. Oh, verdammt. Wir sind gleich so gut wieder wie tot. 1, 2. Dankeschön. Aber wir haben halt ein kurzes Zeitfenster. Da können wir ihn halt erlegen. Und damit hat sich das Ding erledigt. Eieieiei. Hier ist ja richtig Spaß. Gut. Hey. Achso, unser Zauber, ne? Sehe schon. Gebe uns Licht. Dankeschön. Ja, hätten wir jetzt natürlich heilige Zauber, wäre das auch alles kein Problem gewesen. Ach, der tauscht doch einfach das Ding. Komm schon. Dankeschön. Wutsch. So, genau. Hier war nämlich ein Gang. Da geht's runter. Müssen uns aber jetzt erstmal nicht drum kümmern. Und hier... Genau, hier ist es, ne? Ja, hier. Sehr gut. Also wir müssen leider gegen ihn alleine kämpfen. Das sorgt natürlich dafür, dass wir je nachdem ein paar Probleme kriegen werden. Wir haben aber die Möglichkeit, jemanden zur Hilfe zu rufen. Und die Frage ist halt, was jetzt schnell oder was besser ist. Wir bleiben bei den Heiltränken. Den können wir hier rufen. Den Jäger der Toten. Dann werden wir ihn gerne dabei rufen. Ein Nahkämpfer ist in dem Kampf sehr, sehr mächtig. Eben kurz zum Boss. Das ist eine Assassine. Ihr werdet das gleich sehen. Das Problem ist, der Assassine kann euch packen. Ja, und richtig vermöbeln. Ihr seid so gut wie One-Shot gefühlt. Und, ja. Hat eine Grab-Attack. Hat einige Sachen, die sehr unangenehm sind. Ja. Ich meine, ihr seht schon, wie er sich bewegt. Und das ist einfach fürchterlich. Ja, wir schaffen uns hier mal eben ein bisschen Platz. Weil ich denke mal, mit ihm zusammen sollten wir das hinkriegen. Das sieht sehr gut aus. Da hat er ihn gestaggert. Ja, die ist ein guter Junge. Mit dem schaffen wir das. Na, wen willst du jetzt? Ja, danke schön. Solange die ihn hat, alles wunderbar. Mal eben kurz heilen. Ihr seht es auch, unser maximales Leben ist verringert. Und das liegt einfach daran, weil er der Assassine der schwarzen Klinge ist. Damit bekommen wir die Assassinen-Himmelsklinge und das schwarze Messerabdruckstück. Das ist nämlich das Entscheidende. So, wir könnten uns jetzt an der Stelle, könnten wir uns zurück teleportieren. Machen wir aber nicht. Wir gehen weiter und wollen eigentlich letztendlich den richtigen Boss herausfordern. Das heißt, wir müssen uns, soweit ich weiß, hier runterfallen lassen. Ups. Soweit so gut, ne? So, ich denke mal, wenn wir hier hingehen und das Ding bedienen, dann passiert was. Das war ja klar.
So viel dazu. Dann werden wir mal eben das hier bedienen, damit wir rauskommen. Und höchstwahrscheinlich haben wir hier... Ach, du stehst auch. Sehr schön. Noch ein paar andere Fieslinge. Die kriegen dich auch so noch klein, mein Lieber. Achso, du lebst. Ja, stimmt. Da war ja was. Da war ja was. Hallo, Krabbis! Oh, hallo, Mama-Krabbe. Nee, bleib mal ruhig dabei. Und dann... Du kommst hier nicht rein, ne? Habe ich das Gefühl. Kommst hier rein, Krabbi? Nein. Du triffst uns auch nicht, Krabbi. Das ist nicht unser Problem. Ich glaube, es war auch nicht die letzte Krabbe. Das gehe ich einfach mal davon aus. Deswegen werden wir hier mal eben kurz fix durchlaufen. Was haben wir hier? Lügner voraus. Ja, ja, unsichtbare Wand, ne? Ach, jetzt kommt die Kacke wieder hier. Ja, Krabbi! Beruhig dich doch. Und wir sind dead. Ah. Ja, es ist halt einfach herrlich, ne? Mhm. Genau. So schnell geht es. Wegen so ein paar Mordskrabben kriegen wir hier dann natürlich übelst auf die Kette. Ja, aber unser Schutz ist natürlich sehr gering. Eher sehr gering. Ausrüstung. Deswegen werden wir mal ein wenig abändern, damit wir vielleicht ein wenig mehr Schutz haben und auch wiederum Gleichgewicht. Werden wir uns hier unsere schöne Rüstung geben. So, das heißt, wir sind bei einer großen Last. Das heißt, wir werden das hier einmal ändern. Dann sind wir bei der mittleren Last. Und dann sollten wir schon damit einigermaßen gut zurechtkommen. Will ich zumindest hoffen. Ärgerlich eigentlich. Ärgerlich. Hätte jetzt nicht sein müssen. Aber so ist es halt. Aber so ist es halt. So, die Seelen holen wir uns natürlich wieder. Und wer weiß, ob wir den Boss überleben. Wir könnten jetzt direkt zum Boss gehen. Machen wir natürlich nicht. Wir wollen erstmal unser Zeug wieder haben. Und das heißt, wir laufen hier auch mal eben kurz durch. Damit haben wir dich. Mehr brauchen wir auch in der Hinsicht gar nicht. Dann haben wir dich. Auf ihn anzuvisieren. Dankeschön. Und dann holen wir ihn dich. Und dann haben wir ein Problem weniger. So, der ist gerade runtergekommen. Er ist gerade runtergekommen. Boah, Wahnsinn. Guckt euch das an, was das für Damage ist, ne? Wahnsinn. Ist klar. Natürlich. Kann man machen. Furchtbar eklig. So, auf ihn anzuvisieren. Bist du gerade unten gewesen? Nimm ich mit hoch. Zack, zack. Hi. Uiu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 
Eieieiei, ein Runenbogen, super. Wir haben das wiederbekommen, was wir verloren haben. Ach, herrlich. Achso, wir können uns nicht teleportieren, ja. Gut, dann einmal nach oben. Ja, bitte. Kein Interesse. So, dann können wir uns von hier teleportieren. Leider nicht, weil wir immer noch in dem Dungeon sind. Dann müssen wir nochmal eben kurz fix zurücklaufen. Natürlich Stück für Stück. Dann könnten wir uns nochmal ausruhen und dann geht es halt Richtung Boss. Das ist halt jetzt der Plan. Der Boss wird, glaube ich, genauso tricky. Oh. Tricky wird der Boss. Aber wir haben immer noch auf dem Weg eigentlich keine Probleme, bis auf eine Kleinigkeit. Aber das sollte schnell machbar sein. Und dann schauen wir mal, wie wir uns da dann durchschlagen. Seelenhammer, frischer Morgen, alles schön dunkel. Mal eben kurz ein bisschen Licht reinbringen in die ganze Sache. Und dann schauen wir mal, dass wir hier relativ gut vorankommen. Runter mit dir. Machen wir dich direkt schon mal weg. Nehmen wir noch ein bisschen Wurzelharz mit. Und dann kommen wir zum eigentlichen Boss in dem Gebiet. Der kann recht eklig werden. Also bei aller Liebe, der kann recht eklig werden. Wir gucken mal, dass wir das mal eben schnell hier hinkriegen. Weil, ihr seht schon, der hat das Skelette dabei und die Skelette sind halt richtig eklig. Aber wenn wir das einigermaßen gut hinkriegen und die Skelette mal eben kurz eliminieren und solange unser Freund den hält, dann sollten wir es hinkriegen. Wir wissen ja, der hat einige eklige Mechaniken dabei. Oh, what? Das war's schon. Asche des Zauberzwillings. Schön, können wir zwei Magier sein. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass wir ein größeres Problem haben. Aber gut, ich habe nichts gesagt. Wie soll es anders sein? Weil das Auge gezittert hat, kriegen wir unsere Todeswurzel. Gut. Sehr schön. Das war's dann für dieses Kapitel. Ja, wir haben natürlich noch ein paar Kleinigkeiten und jetzt hat sich leider, ich glaube, das Spiel verabschiedet. Ich bin mir nicht sicher. Wir warten mal eben kurz. Passiert. Wichtig ist, wir haben die Seelen. Wir haben alles andere mit dabei. Da kümmern wir uns dann noch drum kümmern. Stück für Stück. Also wir haben ja jetzt den Blueprint des Dolches. Wir müssen mal gucken, wann wir die Schritte gehen. Wir haben das gemacht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die östliche Seite erstmal clear ist, auch wenn sich das Spiel jetzt gerade verabschiedet hat. Wir sind soweit, kommen wir wieder gut voran, sind ein paar Tode dabei, gehört ja auch dazu. Und würde erstmal sagen, wünsche euch einen traumhaft schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.